Hallo bei Karpfenmagering am Fluss und Karpfenmagering Tipps und Tricks in Österreich 2020. Wir starten soeben mit der Episode 4 und heute haben wir was richtig, richtig Geiles für dich geplant. Und zwar heute werden wir alles tun, dass wir den ersten Karpfen überlisten und vielleicht schaffen wir sogar einen richtig fetten. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß. Es ist 5 Uhr früh, oder besser gesagt 4 Uhr früh. Wir haben jetzt schon aufgebaut, sind wieder an der Donau. Das ganze Kamera-Equipment, das wir heute benötigen, und ein paar andere Dinge und alles andere hier. Und Armin mit der Box. Guten Tag. Einiges, ha? Ja. Schöne Menge, ja. Gleich haben wir's. Okay, dann bauen wir auf. Jetzt starten wir. Es wird schon wieder hell. Super Zeit. Wie spät ist es? 4:45 circa, oder? Es ist wirklich ein richtiges Camp, gell? Ja. Also bei der Session sind wir wieder an der Donau mit Armin, mit Carpledger, und wir haben gesagt, dieses Mal, die letzten paar Sessions, die letzten 3 Sessions eigentlich, waren ja zum Aufwärmen. Oder? Genau. Deswegen auch immer nur Tagessession, und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt legen wir richtig los, jetzt starten wir. Jetzt bauen wir jede Woche eine komplette Nacht ein. Das heißt, 30-Stunden-Session ist jede Woche angesagt, und jetzt gehen wir auf die dicken Karpfen. Erst ist es soweit, Plätze stehen unter Futter, und das sehr gut. Und jetzt sind wir bereit, jetzt können sie kommen, die dicken Schweine. Und die ersten Morgenstunden, letzten Abendstunden, das ist immer unbeschreibliche Momente sind das, muss man ehrlich sagen. Heute ist auch, die Wetterbedingungen sind heute auch sehr, sehr gut. Also es ist, wir haben, wie viel Grad haben wir jetzt? Ich glaube 10, 12 Grad. Ja, 15 Grad. 15 Grad jetzt schon um 5 Uhr. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu den letzten 3 Sessions. Da haben wir immer gehabt 0 Grad bis maximal 4 Grad. Das ist natürlich etwas zäh, aber heute, es wird wärmer. Und ich glaube, das gefällt den Karpfen dann auch. Das ist der Wirsteigen nämlich um. Wir haben das letzte Mal in nur Kugeln geangelt und haben ja sehr, sehr viele Barben gefangen. Und jetzt habe ich seit 2 Wochen einen Randspot, immer noch 5,5 Meter, mit Partikel gefüttert. Und dort werden wir jetzt ausschließlich auch mit Partikel füttern. Und da haben wir ein Hartmais plus eine Tigernuss. Und die Tigernuss ist ganz, ganz speziell präpariert. Die habe ich jetzt die letzten Tage präpariert, und ich bin der Meinung, so wie die präpariert ist, dass das für die Donau genau der Renner sein wird. Was wir aber jetzt noch nicht verraten werden, wie das genau zusammengesetzt ist. Zuerst werden wir mal testen, und wenn das Resultat für sich spricht, dann werden wir ganz genau herzeigen, wie wir genau dieses Zeug produziert haben. Und das ist echt genial, also das ist wirklich, wirklich richtig geil. Hammer, wirklich Hammer. Und das werden wir kombinieren mit einem PVA-Säckchen, mit kleinen Pellets. Und das sollte dann der Renner sein. Du kannst schon sehen, auf der anderen Route da drüben haben wir wieder einen Snowman hergerichtet. Klassisch, so wie wir eigentlich immer angeln. Die normalen
Boilies von uns plus einen Snowman, also einen Pop-Up dazu, 16 mm. Das läuft eigentlich immer. Und auf den anderen Spot setzen wir jetzt alles auf Partikel. Plus PVA-Säckchen, logischerweise. So, ihr könnt schon sehen, es wird schon hell, es ist Zeit zum Auslegen. Hier nochmal die zwei Routen. Auf der einen Seite unsere Kugel 16 mm plus 10 mm Poppy, also ein richtig geiles, ausbalanciertes Schneemännchen. Und auf der anderen Seite unsere Partikelroute mit dem Hartmais und spezial präparierten Tigernüssen. Jeweils ein PFA-Säckchen. Diese Route kommt auf 10,5 Meter Wassertiefe, Distanz von ungefähr 100 Meter. Diese Route auf eine Wassertiefe von knapp 5 Meter, auf eine Distanz von ca. 40 Meter. Und jetzt werfen wir aus. Action kann beginnen. Jawohl, ist es soweit? Jawohl. Wunderbar. Darf ich raten? Hä? Ja. Barbe. Na? Nicht? Na. Sicher? Ja. Ziemlich sicher. Was glaubst du, das ist? Karpfen oder Amur. Wirklich? Ja. Das wäre jetzt Hammer. Auf Partikel. Das wäre jetzt der Hammer. Ja. Auf die Spezialtigernuss. Mega! 30 Minuten, oder? Ja. Länger war es nicht. Maximum. Das ist was Besseres. Wieder flüchtet ins Gebüsch. Yes, erster Cup. Wirklich? Jawohl. Mega geil. Yes. Ein nach 15 Minuten oder nach 30 Minuten. Schuppe. Guter Tag. Yes, mega. Wie angekündigt, oder? Wie bestellt. Wahnsinn. Wir haben vorher gesagt, das Wetter passt heute, Bedingungen sind super.
Ja, heute wird der erste kommen. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Ja, erste Schuppe. Sie sind da, die Karpfen sind hier. Da ist er! Yes, mega. Boah, das ist so ein mega Feeling. Nach gefühlten 100 Mal ohne Karpfen. Und dann ist der erste da. Yes. Jawohl! Geil! Das ist doch mega geil, oder? Schaut euch das an, ein schöner, ein guter. Wow! Yes, im Sack! Im Sack! Jawohl! Geil! Ein guter, schöner. Traumhaft. Wow, jetzt, kann man, jetzt geht das Licht an, jetzt kann man sich abschalten. Mega, mega geil. Carp Ledger is back. Ja. Da ist sogar ein zweiter aufgegangen beim Spot. Ja. Jetzt sind sie am Platz. So. Ich glaube, wir müssen Barb Ledger umbenennen. Hat schon geklappt davor, oder? Freust du dich, Armin? Ja, mega. Traumhaft, ich kann es gerade in Worte fassen. Musst du dir vorstellen, das letzte Mal, wie lange bin ich da seit 2 Monaten ungefähr? Ich bin 3 Sessions mit dir jetzt. Genau, und davor war ich selber 6 Sessions sicher schon. Ich sage einmal grob 10 Sessions, nur Barben, eine Barbe nach der anderen. Und kein Karpfen. Heute ein bisschen was umgestellt an der Strategie. Was passiert? Halbe Stunde später. So geil. Mega. Und gestern war ich noch da füttern auf dem Blatt. Gestern schön vorgefüttert. Punktgenau. Also hier wirklich ungefähr, keine Ahnung, gute 10 bis 15 Kilo sicher. Punktgenau im Umkreis so von 3 Meter gefüttert. Alles eingeklipst direkt mit der Spomp. Also jetzt nicht nur mit Schaufel, sondern mit der Spomp, dass man einfach genau füttern kann. Und heute wirklich punktgenau draufgelegt. Und da ist er. Das ist so geil. Moment. Ja, 10 nach 6, ja? Es ist 10 nach 6, Lager gerade fertig aufgebaut. Und der zweite Fisch in der Matte. Und ich denke, es fühlt sich genau gleich an. Ich denke, wir haben den zweiten Karpfen gelandet. Es ist nämlich ein zweiter, darf man das ja sagen, gell? Es ist nämlich ein zweiter. Ja. Weil der erste ist noch da drin. Der erste rastet gerade. Der erste ist noch hier drin. Ich bin extra rein, dass er etwas rastet. Also es ist definitiv ein anderer. Ja. Und der Punkt ist wieder Spezialtigernüsse. Das ist krank, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ist einer? Ist einer? Es muss einer sein. Fühlt sich genauso an. Na, komm rauf. Yes, das ist, glaube ich, einer, aber ein kleinerer. Jawohl! Lidl-Schuppe! Yes! Zweiter, mega, so geil! Die zweite Route gerade umgebaut, auch auf Spezialtigernüsse. Noch nicht mal ausgeworfen, ist die eine schon wieder abgelaufen. Wahnsinn! Traumhaft, echt, echt traumhaft. Das ist so geil! So geil! Die haben richtig Power hier im Fluss. Power ohne Ende. Jawohl. Yes. Zweiter. Schuppe Nummer 2. So, es ist mittlerweile 7 Uhr. Wie vorhin schon erwähnt, die ersten 2 Fische sind im Sack. Hergekommen heute um 4:30, schnell aufgebaut. Währenddessen der erste Run, halbe Stunde später der zweite Run. Das ist der zweite Fisch, das ist der etwas kleinere.
Und jetzt folgt gleich der dicke, fette. Geil. So, wie vorhin schon angekündigt, der erste Donaufisch für mich in Österreich 2020. Einfach nur geil. Ich war jetzt schon einige Session hier, nur Barben, Rapfen von weit und breit, kein Karpfen in Sicht. Doch heute mit dieser Session der erste Donaubulle ist eingestiegen und zwar das ist richtig schwer. Ich muss es später erst wiegen, aber einfach geil. Ich bin so happy. Das ist so ein geiler Fisch, traumhafte Färbung. Richtig brachial schwer. So, werden wir ihn wieder schwimmen lassen. So, Nummer 1. Wow, geil. So, hier nochmal der Dicker. Beim Releasen, jetzt lassen wir ihn wieder schwimmen. Bis zum nächsten Mal. Geil. Wie fühlt sich das an? Was? Nach so vielen Sessions jetzt, dass die ersten Karpfen... Ja, mega. Das ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Du musst dir vorstellen, das ist, wenn du deinen Zielfisch hast bei so einem riesen Gewässer, das ist schon eine riesen Herausforderung. Und wenn ich denke, ich bin jetzt da circa 3 Monate schon hier auf diesem Spot und wirklich kontinuierlich 2-mal die Woche, angefangen hat das Ganze, da hatte ich in der Nacht minus 8 Grad, untertags kein einziges Mal Plusgrade. Und das ist halt dann wirklich geil, weil vor allem die letzten, ich war circa schon 10-mal hier, habe ungefähr 10 Sessions eingelegt. Vorige Woche erst eine 3-Tages-Session, was ja bei der Episode 3 war. Und ja, keine Spur von den Karpfen. Ich habe schon mit anderen Leuten gesprochen, die sagen, hey, die Karpfen sind nicht da. Keiner fängt hier im Fluss die Karpfen, sie sind nicht hier. Und das ist dann ein unbeschreibliches Gefühl, wenn der erste Dicke in der Matte liegt. Und das Geile ist, das war ja wirklich der erste, es war ein richtig dicker, richtig schwer. Und ja, dann gleich eine halbe Stunde später der zweite drauf, das ist der Oberknaller. Deswegen werden wir jetzt da den Futterspot wieder weiter aktivieren, werden wieder etwas drauf füttern, dass wirklich die Aktivitäten bestehen bleiben. Und da bin ich mir sicher, dass heute Nacht wird das definitiv noch abrennen. Und ja, heute Nacht, es ist mittlerweile erst 8 Uhr, also wir haben noch Zeit der Welt. Normal bin ich noch beim Zelt aufbauen, aber ja. Geil, bin gespannt, was die Session noch bringt. Bin guter Dinge. Ja, da war er wieder. Schon wieder. Yes. Nummer 3, dieses Mal sitzt er. Wahnsinn. Eigentlich der vierte Run, aber der vorige ist nicht gesessen. Das war ein aggressiver Run. Ich denke, das ist ein kleiner Ungestümer. Tja, den Rapfen schmecken meine Tigernüsse. Crazy. Eigentlich ein Raubfisch, aber geil. Geil, geil. Man merkt, Fische sind am Spot. Dritte Fisch schon. Wie spät ist es, Wolfgang? Circa? Wir haben. Oder 8 erst? Kurz vor 8. Kurz vor 8 erst. Und schon der dritte Fisch in der Matte. Mega! Geil! Geil! So. Ein guter Tag. So ist es mittlerweile 8 Uhr am Morgen, noch immer. Und insgesamt 4. Run. 3. Run ist leider nicht gehangen. Jetzt der 4. Run ist gleich 3. Fisch. Komischerweise ein Rapfen auf Tigernüsse. Wunderschön in der Unterlippe gehängt. Soll so sein. Lassen wir ihn wieder schwimmen. Bei diesem Fisch
kann man sehen, auf der Rückseite sehr viele Parasiten. Da sieht man, da hat er einen Pilz oder eine Verletzung. Und die Parasiten schmausen diesen Pilz wieder herunter. Tschüss, Papa. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sitzt. Sitzt. Sitzt und Luft. Yeah. Das ist mal ein Deckel. XXL-Brasse. Oh mein wow. Gott. Halleluja. Die sind normal klein. Die sollten klein sein. Geil. Geiler Fisch. Das ist ein schöner Pomper. Hammer, der ist schon ewig alt. Der hat einen arger Schuppen. So, mittlerweile haben wir es ungefähr 8:30 um und um und der vierte Fisch ist in der Matte und dieses Mal eine dicke, fette Brasse. Ich würde mal sagen, das ist definitiv mein neuer PB. Einfach ein Hammer, dieser Klodeckel, echt riesig und man sieht wirklich bei diesem Fisch, der hat schon richtig viel mitgemacht. Der ist schon uralt und das ist wirklich ein altes Donau-Lebewesen, aber echt ein geiler Fisch. Richtig cool. Wieder am selben Spot. Der Spot läuft. Mittlerweile vierter Fisch am selben Spot. Richtig geil. Coole Sache. So, jetzt werden wir eine spannende Angeltechnik starten. Parallel. Weil bei den Karpfen ist es die etwas ruhiger geworden. Und jetzt werden wir mal kurzzeitig etwas dropshotten. Und zwar auf dicke Barsch. Weil es gibt hier in der Donau sehr, sehr dicke Barsch und die kann man am allerbesten mit einer Dropshot-Montage überlisten und genau das werden wir jetzt tun. Und zwar, ihr könnt schon sehen, das ist ein eigener Dropshot-Knoten. Es gibt auch schon fertige Dropshot-Montagen zum Kaufen, aber ich bin ein Freund vom allem selbst machen. Da könnt ihr schon sehen, ganz, ganz dünne Fluorcarbon. Also richtig dünn, das sind, ich glaube, 10 oder was haben wir da? 6,3 Lips, also wirklich ganz, ganz dünn, ungefähr 2 Kilo Tragkraft. Das kommt hier mitten rein. Dann werden wir das versehen mit einem ganz dünnen Gummifisch, den was ich gleich reinhole. Und unten kommt ein Blei rauf. Ich werde das mal kurz zusammenbauen. Du kannst schon sehen, das sind ganz, ganz dünne. Ganz, ganz dünne Köderfischerl. Schaut sehr, sehr echt aus, wie so kleine Läubelchen, so kleine Lauben. Die fädeln wir da ganz normal auf. So. Schön auffädeln, dass das da richtig gut sitzt. Dann biegen wir das auf etwas. Ziehen wir das ein Stück vor.
da kannst du schon sehen, das schaut richtig geil aus. Und so hängt der Fisch dann oben. Was passiert ist, wir werden unten noch ein Blei montieren. Das ist schon so, hängt er normal. Bei Belastung stellt er sich automatisch auf. Und das ist genau die Bewegung, was wir brauchen. Da lassen wir sie tanzen. Jetzt kommt noch ein Blei drauf. Gibt es eigene Dropshot-Bleis. Da kannst du sehen. Ein kurzer Piepser auf die Karpfmontage. Da ist der Dropshot gleich wieder uninteressant. So, und zwar, wie machen wir das? Wir machen hier einen Knopf rein, ungefähr, ich sage so 20 cm oberen Grund, ungefähr, oder ein bisschen mehr, machen wir einen ganz normalen Knopf hinein. So, der Knopf sitzt. Dann nehmen wir das Blei her, fädeln es durch die große Öffnung durch und fixieren es nachher bei der kleinen. Die Schnur ist etwas zu dünn leider für das Dropshot-Blei, deswegen machen wir noch extra eine Fixierung drauf. Das heißt, wir machen hier einfach einen Knopf, der abreißt, deswegen machen wir ihn gleich noch einmal. So. Hier ein schöner Knopf drauf. Ganz wichtig, immer schön befeuchten, dass sich der Knopf schön zusammenzieht. So, das ist es. Hier kannst du sehen, da ist die Dropshot-Montage, hier ist das Blei, das ziehen wir so am Grund her und dann lassen wir es immer liegen und spielen sich nur mit diesem Köderfisch. Dann züpfen wir hin und her, dann ziehen wir das Blei langsam weiter, lassen ihn wieder so springen. Und was ist der riesen Vorteil? Normal hat man ja bei einem Jig-Kopf ist direkt das Blei am Köderfisch oben und somit springt er am Boden. Und so können wir ihn aber genau über den Grund halten, da wo sich die Barsche befinden, und der ist komplett schwerelos. Das heißt, der Barsch schwimmt hin, saugt ein und er hat null Widerstand, weil es einfach schwebt. Somit hängt er sofort, schwimmt weg, wird kurz da unten fixiert mit dem Blei, dann wird angehoben und dann hängt er. Das habe ich das erste Mal so gefischt, aber mit so einem großen Köderfisch, also wirklich ein großer Köderfisch. Habe schon den ersten Barsch bei der Episode 3 gefilmt und gefangen. Kannst du auch gerne nachsehen. Und für heute, für die Episode 4, habe ich das Ganze nochmal verfeinert. Ganz kleinen Fisch, ganz kleinen Haken, kleines Blei, denn das auch dünne Schnur, das war letztes Mal eine größere, und das wird jetzt richtig ziehen. Deswegen rauf auf die Rute und dann werden wir das gleich testen. Das tut einfach zu weh. So, hier zeige ich dir ganz kurz, wie das funktioniert. Und so, das Blei liegt dann am Grund, der Fisch ist schwerelos und dann zupft man nur den Fisch hin und her mit ein paar schnellere Bewegungen, ein paar langsame. Man spielt sich eigentlich nur, dann zieht man ihn wieder ein Stück weiter, spielt man sich wieder, zieht ihn wieder weiter. Und das macht man immer wieder so mit. Was ist der Vorteil? Auf der einen Seite, der Köder ist komplett schwerelos, er kann ihn ohne Probleme sofort einsaugen. Und das zweite ist, man fischt ja oft bei Barschberge oder bei bestimmten Kanten, wo sich Barsche gerne aufhalten. Und wenn man einmal reinschickt, kann man den Fisch nicht lange am Platz halten. Und somit kann ich den aber auswerfen und kann ihn wirklich sehr lange am selben Platz halten, wo ich einfach vermute, dass die Barsche einfach sind. Deswegen ist das wirklich eine richtig, richtig geile Montage. Das heißt, normal auswerfen, runter sinken lassen. Ich schaue mal, dass die Bremse ganz zu ist, falls ich anschlagen muss. Und dann spielt man sich einfach nur. Dann zupft man, dann lässt man mal wieder ganz locker. Weil es sinkt es langsam ab. Zupft man wieder leicht drauf. Dann sinkt es wieder ab. Wichtig, die Rute immer schön steil halten, weil dann seht ihr oft direkt in der Schnur schon ein bisschen kommen. Wenn man die Schnur
ganz locker lässt, dann sinkt der kleine Köderfisch nach unten und zupft man ihn leicht an und direkt bei der Schnur sieht man, wenn ein Biss kommt, spannt sich kurz die Schnur und dann bekommt er schon den Anhieb. Mit Partikel. Partikel geladen. Wow. Ich werde aber jetzt nur ganz wenig füttern. Strategie ist wenig füttern, dafür ganz gezielt. So, das ist der offene Pump. Zwei Raketen gehen noch raus. Ich befülle sie nicht ganz, weil ich möchte wirklich nur dezent füttern. Dezent füttern, dafür ganz, ganz präzise, dass wenn die Fische vorbeiziehen, dass sie immer direkt beim Hakenköder sind. So, eine dritte noch. Dann ist das genug Futter. Es ist ja so, wir fahren ja die Futterstrategie, dass wir immer unter der Woche zweimal füttern. Das heißt, wir füttern, angeln aber nicht. Dann angeln wir und nach dem Angeln wird dann wieder richtig viel gefüttert, dass wirklich die Fische sich daran gewöhnen, dass es hier Futter gibt. Aber dass währenddessen wir angeln einfach nicht so viel Futter am Platz ist, sondern wirklich nur ganz wenig. Dass die Fische aber trotzdem wissen, dort ist der Spot, aber dass sie automatisch unseren Hakenköder viel, viel schneller finden. Perfekt. Können wir ganz gezielt 3 Spomp gefüttert von Partikeln. Jetzt werde ich noch eine einzige oder 2 Spomps mit kleinen Pellets rausbefördern. Die haben wir auf der anderen Seite. Extra ganz, ganz feine, dass die Fische lange suchen müssen am Spot. Deswegen, ich fütter jetzt auch gar keine Kugeln und gar keine großen Pellets, sondern wirklich nur kleine Pellets. Da bekommen sie 2 Bomben, also einmal die, dann noch eine zweite und das ist dann auch schon wieder genug. Dann sind genug Aromen und Stoffe dort am Platz, dass sie wirklich wieder zum Suchen haben. Ja, einmal. Noch eine zweite und dann ist gut. Dann war es das für heute mit dem Füttern. Dann werden wir auch am Abend nichts mehr füttern, sondern wirklich nur jetzt ganz wenig präzise, weil die ganzen Stoffe arbeiten sich sowieso in den Grund hinein. Und das soll auch so sein, das ist gut, dass die Stoffe wirklich sich im Grund verankern und dann legen wir direkt den Hakenköder drauf. Dann ist das super, dann passt das. So, hier haben wir den Dipper Pro Plus. Und zwar, das ist ein sehr geiles Echolot, auch zum Werfen.
deswegen montiere ich das hier bei mir auf der Spotroute, denn ich möchte jetzt bei meinem Spot draußen, ich liege auf 5,5 Meter und ich möchte mir jetzt da nochmal anschauen, wie es auf der anderen Seite vom Spot aussieht, weil ich werde höchstwahrscheinlich eine Route ins Flachere ablegen, vor allem in der Nacht, und das möchte ich gleich auf der anderen Seite vom Spot machen, wo die 5,5 Meter sind, das ist also so eine kleine Kante, das ist 5,5 Meter, genau da liegen wir auf dem Plateau, und dann geht es rauf bis auf 2 Meter oder 1,5 Meter sogar, und hinter den 5,5 Meter fällt es dann wirklich ab in den knapp 10 Metern in die Schifffahrtsrille, und ich möchte, dass es genau analysieren, wo die Übergänge sind, und dann wirklich die eine Route bleibt sowieso am Spot, wo wir jetzt die Karpfmach schon gefangen haben, die bleibt dort liegen, und ein Stück weiter herinnen möchte ich das noch analysieren, weil ich denke, über die Nacht könnte das wirklich gut sein, etwas im Flacheren, so auf 2,5 bis 3 Meter, wenn wir da wirklich noch eine Route platzieren. Und genau, das werden wir mit denen da testen. Ich muss es nur mal mit meinem Handy verbinden. Dann habe ich direkt eine App oben, dann sehen wir live auf dem iPhone, wie der Untergrund ist, was für eine Bodenbeschaffenheit, wie tief das es dort ist, ob Fische an Bord sind, ob Schlamm ist, ob harter Untergrund ist oder ob wir irgendein Gemüse drinnen haben. Und genau das werden wir jetzt da tun. Unterwasserkamera montiert, auch auf der Spotroute, und die werfe ich jetzt da direkt auf den Spot, und ja, da möchte ich einfach schauen, was für Aktivitäten hier sind. Ich habe letztes Mal auch schon mitgefilmt und da habe ich die ersten, die Brassen gesehen, dann einen Amokarpfen, also schon einige Sachen, nur noch keine Karpfen. Heute habe ich aber genau am selben Spot Karpfen gefangen und ich möchte das jetzt überprüfen, weil wir vorhin gerade gefüttert haben. Jetzt ist schön flächendeckend gefüttert auf 2 Quadratmeter ungefähr. Und jetzt werde ich diese Kamera genau mitten rein platzieren. Und dann werden wir schauen, was wir sehen werden. So. Geht's mal zu. Schau mal, wer da auf Besuch ist. Der Biber. Der Biber. Der Biber. Das ist aber ein Biber. Damit das Glöckchen um. Damit das Glöckchen um. Ja, genau. Wir versuchen auf Aal, genau. Auf Aale zu gehen. Auf Aale zu angehen, genau. Kannst du sehen, ganz feine Route, also feine, aber stabile Route. Das ist die Spin-Route, die haben wir jetzt da umgebaut auf oder fürs Aalangeln. Und zwar, wir haben einen richtig aggressiven Haken oben, sage ich mal, mit einem Tauwurm aufgefädelt. Da gibt es eine eigene Technik. Und haben das genau vor der Steinpackung präsentiert, weil es ist so, die Aale, die wandern ja in der Nacht bei der Donau stromaufwärts und das sehr, sehr knapp direkt bei der Steinpackung. Es ist so, wir haben da eine kleine Steinpackung, die abfällt, dann geht es auf 2,5 Meter runter, haben wir eine ganz kleine Rille und genau da haben wir den Wurm platziert, ich sage mal so ungefähr 3 Meter vom Ufer entfernt.
Wir hatten jetzt schon drei Aktionen, wir hatten schon drei wirklich gute Drücker, aber leider noch nichts hängen geblieben. Aber ich sage mal, für den Aal ist es sowieso interessant, wenn es dann wirklich dunkel wird. Und ja, hier gibt es auch sehr viele Wolga-Zander. Das heißt, es könnte auch sein, dass der eine oder andere Zander vielleicht drauf knallt oder sogar kleine Waller. Aber unser Zielfisch bei der Montage ist einmal der Aal. Letztens hast du ja einen Wolga-Zander erwischt. Ja, genau. Letztes Mal habe ich schon kurz angetestet, aber noch nicht mit der optimierten Version, sondern ich habe mal nur so ganz grob angetestet und einmal geschaut, wie man was probieren könnte. Und ja, da hat sich ein Wolga-Zander raufgehängt. Mein überhaupt erster Wolga-Zander hier auf der Donau in Österreich. Und ja, genau. Aber dieses Mal, wie gesagt, das erste Mal ausgelegt auf Aale. Genau. Das allererste Mal ausgelegt auf Aale. Wir spekulieren, dass sie hier vorbeiziehen. Es ist so, entweder sie ziehen hier bei der Steinpackung vorbei oder weiter draußen im Hauptstrom. Aber ich denke, das passt hier. Hier ist wirklich sehr viel Futterfisch. Ich habe auch untertags habe ich da schon einiges gefüttert. Das ist Kleinfisch ist hier und das zieht einmal die Aale an. Und hier kann sich wirklich bei der Steinpackung kann sich viel an Lebewesen verstecken. Und da ist der Aal perfekt hier. Also, ja, testen wir mal. Wir testen. Schauen wir mal, was kommt. Ja, genau. Aber die sind ja schleimig, oder? Ja, massiv. Wahnsinn, wie schleimig. Ganz kurz zum Zwischenupdate. Du kannst schon sehen, es wird schon langsam dunkel. Es ist da knapp nach 8 Uhr. Die Sonne ist untergegangen. Kurzes Zwischenupdate. Heute war es ein richtig geiler Tag. Erste dicke Karpfen ist gefallen. Erste kleine Karpfen ist gefallen, also der erste Karpfen ist geknackt. Wir haben eine richtig fette Brasse auch gefangen. Das war wirklich ein Mörder-Klodeckel. Und eine Barbe war auch dabei, was ich mich erinnern kann. Und ja, viele Aktionen. Wir hatten wirklich viele Aktionen. Heute Nacht haben wir mal wirklich gut nochmal ausgelegt. Wir haben vor ungefähr 1,5 Stunden nachgefüttert. Das heißt, der Spot ist konzentriert unter Futter. Wir haben beide Routen direkt auf den Spot platziert. Einmal legen wir so bei 5,5 Meter, einmal bei 7,5 Meter, aber sehr, sehr knapp beisammen, sehr komprimiert. Und zusätzlich haben wir jetzt die feine Route auf Aal draußen. Und ja, ich bin gespannt, ich bin geil drauf auf Aal. Er ist zwar richtig grauslich, aber es ist eine mega Herausforderung, den ersten Aal zu knacken, denn heute ist der Tag, wo wir die ersten Dinge knacken. Erster Karpf, und deswegen muss heute auch der erste Aal dran glauben. Das war Bannbruch, der erste Karpfen war ja, Wahnsinn. So wirklich Bannbruch. Ja, komplett. Endlich. Hast du gemerkt, die Strategie funktioniert. Ja, genau. Das weil davor ist immer so, man glaubt zwar an die eigene Strategie, man denkt, es wird passen, aber die Bestätigung hat man halt doch erst, wenn der Karpf in der Matte liegt. Und das gleich im Duo, gleich Doppelschlag, also richtig geil, bin mega happy. Und dasselbe werden wir heute beim Aal machen. Deswegen werde ich nachher, bevor es ganz dunkel ist, nochmal den Wurm kontrollieren, weil drei Aktionen hatten wir schon. Und dann werden wir alle jagen und einen richtig dicken, fetten Karpfen noch in die Matte legen. Und ja, lassen wir die Nacht beginnen. Wir reisen morgen um 9 Uhr circa ab. Bis dorthin haben wir noch eine gute Zeitspanne. Also geben wir noch mal richtig Gas. So, einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht ist vorbei. Es ist mittlerweile jetzt schon knapp 7 Uhr. Wir sind schon am Zusammenpacken. Ein Fisch ist noch gekommen in der Nacht. Wieder ein schöner Schuppenkarp. Die Nacht war extremstens turbulent. Also ich habe den gefangen so um 12 Uhr circa. Dann ist ein extremster Sturm gekommen, dass man beide Routen aus dem Rodbot herausgeknallt hat. Extreme Wellen, war Katastrophe. Ich habe kurzzeitig sogar die Angeln raustun müssen und alles wirklich verstauen. Nach diesem Sturm extremer Regen gekommen, Regen plus Sturm. Also war richtig grauslich. Und einen Fisch habe ich dann noch verloren. Einen Run hatte ich das nicht gehangen. Einen guten Fisch hatte ich noch auf der Route, habe ich leider verloren. Da ist man in meinen Marker hineingeschwommen, obwohl der Marker eigentlich eh so positioniert ist bei einer Kante, dass das nicht passieren sollte. Aber ist passiert, in den Marker hineingeschwommen, Marker am Rand gezogen
und ja, Fisch leider verloren. Jetzt werde ich den Marker fürs nächste Mal komplett entfernen, weil der treibt mir jetzt so mitten in die Routen hinein, weil er einfach viel zu nah ist. Aber ja, sonst, es war geil. Es wäre sicher noch einiges mehr gegangen die Nacht, wäre das Problem mit dem Marker nicht gewesen. Aber wir sind happy, würde ich sagen. Jetzt werden wir den schönen Karpfen rausholen und werden wir verfilmen und dir gleich zeigen. So, da ist er, der stürmische Karpfen. Genau bei diesem Karpfen hat der Sturm so richtig losgelegt. Und ja, einmaliger Fisch. Schön dunkel, wirklich schöne, schöne Färbung. Und ja, das ist der dritte Karpfen dieser Session. Mega geil, mega, mega geil. Die letzten Session kein, also weit und breit, keine Sicht von den Karpfen. Und jetzt konnten wir wirklich drei vom Spot pflücken. Wir hatten auch die Unterwasserkamera draußen, haben auch dort Karpfen gesehen, das heißt, sie sind bei unserem Spot. Leider in der Nacht einen abgerissen, einen so verloren. Hat sich sehr, sehr gut angefühlt, aber wir sind happy, es passt, es war eine super geile Session mit allen Höhen und Tiefen. Ich bin fertig, ich habe wenig gepennt, ich bin um drei bin ich erst kurz eingeschlafen, war eigentlich ständig munter von dem Sturm, vom Regen. Die Routen hat es mir ständig rausgeknallt vom Rodbot, bis ich sie dann kurz rausgenommen habe. Aber ja, lassen wir wieder schwimmen. In diesem Sinne verabschieden wir uns von dieser Session und haut rein, bis zur nächsten Episode. Okay. So, kaum zum Glauben, genau beim Zusammenpacken der vierte Karpfen hineingeknallt. Wunderschöner kleiner Schuppi, klein aber sehr hoch, extrem geiler Fisch. Echt cool, ja, ich bin sprachlos. Dachte nicht, dass wir auf einer Session vier Karpfen überlisten können hier am Fluss, aber wie man sieht, alles ist möglich. In diesem Sinne verabschiede ich mich ein zweites Mal. Haut rein!